Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Magic the Gathering Arena. Ja, das Deck, was ich euch heute vorstellen möchte, ist, ja, aktuell, ich würde sagen, eins meiner stärksten, vielleicht sogar das stärkste, bin ich mir nicht ganz sicher. Getauft habe ich es auf den tollen Namen aus dem Grab, einfach mit dem Gedanken, dass alles eigentlich mehr oder weniger wiederkommt. Und das ist ein rein schwarzes Deck und ich möchte euch kurz mal zuerst die Strategie erklären, ehe wir wie immer mal anschauen, wie es sich in der Praxis verhält. Fangen wir mal ganz oben an. Gossenknochen und Skelett aus dem Sanatorium. Beide mehr oder weniger dasselbe im Prinzip, aus von Werten her, aber derselbe Grundgedanke. Sie kommen billig ins Spiel, sind schon früh verfügbar und man kann sie gegen Mana und bei Gossenknochen noch unter Voraussetzung, dass man Schaden gemacht hat, wieder vom Friedhof ins Spiel bringen. Wozu ist das toll? Weil unsere ganzen anderen Karten mehr oder weniger auf sowas bauen. Dann haben wir den Zauber des Ältesten zweimal im Deck, einfach damit man alle Planeswalker, die einem im Weg sind, einfach mal so weghauen kann. Denn das trifft gleich so viele Planeswalker, wie man lustig ist. Ganz wichtig in dem Deck, wahrscheinlich auch so die zentrale Karte, ist die Priesterin der vergessenen Götter. Die ist eigentlich ziemlich geil, zumindest diese Kombi, ansonsten nicht. 1-2, wenn man sie tappt und zwei andere Kreaturen opfert, dann verlieren eine beliebige Anzahl Spieler der Wahl jeweils 2 Lebenspunkte und opfern eine Kreatur. Und wir selbst kriegen 2 Mana und ziehen eine Karte. In Kombination mit unseren beiden hier können wir die also schnell opfern, ziehen eine Karte, haben ein bisschen Mana und für das 2 Mana können wir den theoretisch sogar wieder aus dem Friedhof holen, weil wir auch gleichzeitig Schaden verursacht haben. Das heißt, mit ihr können wir super geil erstens Karten ziehen, zweitens den Gegner Lebenspunkte wegmachen und drittens seine Kreaturen ihn opfern lassen. Das Tolle ist, wenn er sie opfern muss, da hilft auch nicht Fluchsicher oder so, denn nicht die Kreatur wird das Ziel, sondern er und er muss sie auch selbst bestimmen. Der verewigte Antreiber, der dient einfach nur dazu, dass wenn er angreift und wir 3 Mana zahlen, wieder Kreaturen aus unserem Friedhof auf die Hand bringen können. Toll in dem Deck, wo Haufen Kreaturen sterben und wiederkommen, ist auch Ayara, Herrscherin von Noctuane. Denn wenn sie oder eine andere schwarze Kreatur unter unsere Kontrolle ins Spiel kommt, verliert jeder Gegner ein Leben und wir bekommen ein Leben. Und zudem hat sie die Fähigkeit, dass wenn wir sie tappen und eine schwarze Kreatur opfern, wir eine Karte ziehen können. Wichtig ist Card Warrior sowieso. Dafür ist auch der Mitternachtssensenmann da. Ganz einfach gesagt, stirbt eine Kreatur von uns, die kein Spielstein ist, dann kriegen wir einen Schaden, aber dürfen eine Karte ziehen. Reiter der Nacht, in dem Deck unglaublich stark. 4-5 und DS verknüpfen also wirklich auch schon von Werten her ganz gut. Wenn er ins Spiel kommt, dürfen wir eine Kreatur opfern. Das haben wir quasi in dem Deck fast immer. Und können dann eine gegnerische zerstören. Und wenn er stirbt, können wir eine Kreatur zum Friedhof wieder ins Spiel bringen. Die 3 oder weniger ungewandelte Mana kostet. Das heißt, mit unseren Karten können wir einen wahren Zyklus von, ja, ich sag mal, Wiedergeburt und Tod aufbauen. Mit dem Effekt, viele gegnerische Kreaturen zu zerstören. Diese Liliana hier, Liliana Schreckensworte Generalin, ist auch geil. Wir ziehen Karten, wenn Kreaturen von uns sterben. Sie kann Zombie-Spielsteine machen, dazu zwingen, dass Gegner Kreaturen opfern. Wir müssen dann zwar auch, aber ist ja egal, unsere kommen relativ schnell wieder. Und den letzten Effekt habe ich, glaube ich, noch einmal bisher einsetzen können. Jeder Gegner bestimmt je eine bleibende Karte von jedem Typ bleibender Karten und opfert dann den Rest. Wachrufer der Toten, 6 Mana, 5-5 fliegend. Sein Fähigkeitsziel ist interessant, für 7 Mana holen wir eine Kreatur und von unserem Friedhof deck ein Spiel. Das heißt, im geilen Szenario haben wir den draußen und haben 7 Mana. Der Gegner hat irgendeine nervige Kreatur. Hier uns den Reiter der Nacht. Der kommt ins Spiel, opfern dann irgendeine Kreatur. Da muss er eine von sich opfern. Und last but not least, also neben unseren Ländern, das Finale der Ewigkeit. Wir zahlen x Mana und können bis zu 3 Kreaturen zerstören, die x oder weniger Widerstandskraft haben. Ist x zufälligerweise gleich 10 oder mehr, dann bringen wir auch alle unsere Kreaturenkarten aus unserem Friedhof ins Spiel zurück. Das heißt, wenn sie in dem Moment draußen ist, können wir damit auch sogar einen Instant-Kill provozieren. Gut, das zur Theorie, kommen wir jetzt zur Praxis. Unser erster Gegner heute ist Koron. Hallo Koron. Hey, du siehst genau aus wie ich, cool. Gut, Stadthand sieht toll aus, wir haben 3 Mana, das ist in den Decken mehr als ausreichend. Los geht da, wir können direkt mit ihm anfangen, den dann raushauen, haben dann zwar keine weiterführenden Kombi, aber mit ihr können wir zur Not den Opfern und Karten nachziehen. Ganz brav sagen wir erstmal Hallo, machen das, was wir besprochen haben, holen Mana raus und unser Skelett.
schwarze Deck hier nebenbei hat sehr, sehr wenige Schwachstellen. Man braucht zwar quasi Kreaturen, aber man kriegt immer wieder. Es ist allerdings sehr anfällig gegen Artefakte und Verzauberung, weil es sie selbst nicht zerstören kann. Greifen wir erstmal an. Geil gezogen haben wir jetzt natürlich die Priesterin. Das heißt, wir können direkt im nächsten Zug schon, wenn es gut läuft, eine Kreatur zerstören. Und da er grün-blau spielt und deswegen auf Kreaturen höchstwahrscheinlich... er spielt nicht, er wird countern. Genau. Auf Kreaturen sehr angewiesen ist. Das ist nicht so schlimm. Hätten wir eine gute Chance gehabt, die ihn wegmachen zu können. Ist auch nicht schlimm, wir können sie uns ja gleich wiederholen. Ich überlege, ob wir das gleich machen oder ob wir erstmal nicht spielen. Eigentlich soll man das Mana ja immer so effizient nutzen, wie es nur irgend möglich ist. Ich würde auch vorschlagen, genau das machen wir. Du wirst wahrscheinlich wieder noch einen Counter haben, aber das ist auch keine effiziente Taktik. Weil ein Counter und ein Gegencounter bringt nur was, wenn man selbst noch einen korrespondierenden Effekt hat. Oder aber selbst zumindest eine Karte oder so nachziehen kann. Ansonsten tauscht man 1 gegen 1. Okay, ich brauche immer viel Mana. Wir schauen mal. Wir schauen, wie sie es entwickelt. Reicht jetzt mit ihr an? Ich müsste sie ja tappen, wenn ich eine Karte ziehen wollte. Ich bräuchte den nächsten Zug am besten 5 Mana, ne? Deswegen greifen wir mit unserem Kollegen hier an. Zum Glück können wir ihn opfern. Das machen wir jetzt auch mal. Dann ziehen wir eine Karte nach. Jetzt habe ich nicht gesehen, was wir gezogen haben. Den hatten wir. Egal, holen wir ihn erstmal wieder raus. Das ist ja das Geile. Für 3 Mana können wir wiederholen, ausspielen und jetzt klauen wir noch ein Lebenspunkt. Ich darf ja den Such jetzt wirklich erzählen, den wir wollten. Also bei dir ist quasi noch alles offen. Mal gucken. Mal sehen, was er macht. Theoretisch muss er den countern, wenn er die wirklich tot, dauerhaft tot haben will. Ist nur was, theoretisch mana-technisch blöd, den zu kontern. Denn der Konter wird nicht weniger als 2 Mana kosten. Also sehr gemeine an Decks mit billigen Mana-Kosten. Sehr schwer gegen die effizient was zu unternehmen erstmal. Aber wenn man es dann geschafft hat, haben sie in der Regel gar keine Chance mehr. Allerdings finde ich, er könnte sich die Entscheidung etwas leichter machen. Ja, das hättest du auch sowieso irgendwann machen. Na gut. Ja, ich weiß, den hätte ich effizient nutzen können von Mana her. Ich zahle nicht. Ich opfer keine Kreatur für den spektralen Seemann. Das würde ich nutzen dafür, wenn die zu dritt sind, ja. Jetzt muss er langsam ein bisschen Gegenwind rausholen. Entweder eine Flächenzerstörung oder irgendwas zum Hochbringen. Es kann natürlich sein, dass er diesen neuen, ich weiß gar nicht, wie die heißen, Finale. Ah! Jetzt sieht man langsam in die Richtung. Boah, wenn ich Mana mehr habe, kann ich sogar. Hab ich auch nicht. So, wie machen wir das? Wir opfern unseren kleinen Stinker, um den großen Stinker zu zerstören. Fangen wir jetzt wieder Mana, zack. Ja, wir opfern dich. Und zerstören dafür dich. Greif mit einem an. Ist egal, was wir wählen. Wir haben eh nicht das Mana dafür. So.
Ah, deswegen viele Zauber. Er kann jetzt relativ schnell viele Blocker generieren. Und um ihn zu töten, bräuchte ich noch 2 Mana mehr. So, wir überlegen, wie machen wir seinen cleversten. Er kann noch spontan Sachen raushauen, das heißt, er wird genug Blocker aufbringen können. Dafür wird er schon gesorgt haben. Deswegen greifen wir ganz brav an. So, einmal zahle ich es, beim anderen Mal sehe ich es gar nicht ein. Den kann ich auch für 3 Mana so wiederholen. So, das müsste jetzt ein illegales Tier dadurch werden. Genau. Bin ich einverstanden mit? So, wir brauchen, wenn er sich keine AP dann holen kann, oder dass es nicht countert, nur eine Karte ausspielen. Oder er killt sie irgendwie. Gut. Mal schauen, wie er sich jetzt rettet. Oder ob er sich rettet. Ist alles egal, wenn du dir keinen Lebenspunkt holst, ich muss nur irgendwas ausspielen. Na komm, Koran. Ja, okay, ich verstehe schon, dass er sich Zeit lässt, überlegt, wie er am Leben bleiben kann. Er braucht haufenweise Blocker, wenn er mir nichts hochbringen kann. Und muss trotzdem noch ein paar Lebenspunkte generieren für alles Mögliche, was ich raushaben könnte, weil ich es nicht auf der Hand habe. So schnell konnte ich leider nicht lesen. Ich versuche den Ziel deiner Wahl X-Schadenspunkte zu und spiele Wahl Ziel X-Karten. Was muss er machen? Jetzt überlege ich. Bringt es mir das jetzt irgendwie eine Karte nachzuziehen? Drei, vier, fünf. Okay. Er hat schon ein gutes Spiel gesagt, er weiß nicht, wie lange angreifen ist er durch. Für einen Mana würde er auch nicht viel machen, könnte eine Karte ziehen, kann vielleicht noch 2 Schaden verteilen. Unser zweiter Gegner, Kirill Korafeliov. Oder so ähnlich. Mit OKS 2020 davor. Ghost der Beutestöcher. Ah, spielt mit Begleitern. Okay. So, schauen wir jetzt unsere Hand an. Ah, sieht nicht ganz so schön aus. Aber ich habe 3 Mana. Da bin ich ja. Ich bin schon mit 2 Mana eigentlich immer zufrieden. Ein Kumpel von mir sagt, er hat nur irgendwie 10 Länder im Deck und hat die irgendwie immer innerhalb der ersten 20 Züge gezogen, weswegen er nicht versteht, warum ich so viel Mana drin habe. Dabei habe ich weniger als der Durchschnitt mit 23 Ländern. Aber gut. Ich bin zufrieden, ich habe nie so viel Mana. Kann ich mir den schon mal anschauen? Ah, schwarz-rot. Alles klar. Ich spiele das mit Zerstörung, Opfern. Ja, das ist einer der Begleiter, den ich ganz geil finde. Oder Gefährten, schon Gefährten heißt die. Gibt, glaube ich, insgesamt von 10 Stück 3, die ich gut finde. Das ist einer von denen. Ja, den hätte ich da auch reingepackt, wenn ich den drin habe. Ja, okay. Simulation, das Deck habe ich auch geplant. Auch mit ihm, also. Da sind wohl schon andere auf die Idee kommen. Ich muss also sagen, wie es ist. Wir haben wohl nicht wirklich eine Chance. Sobald er seinen komischen Kessel zieht, mit dem er opfern kann, ist es eigentlich vorbei.
Man kann ja die immer wieder ausspielen und wiederholen, weil er eine Speise opfert. Dann opfert er das Ding, kriegt eine Speise und mit denen draußen macht das dann nochmal einen Schaden mehr. Also, wer jetzt noch das Ding raushaut, dann hat er einen perfekten Start. Das sieht jetzt schon gut aus und es wird nicht schlechter werden. Unser einziges Glück, was wir haben können, ist, er zieht es nicht und wir sind schnell. Wir müssen jetzt erstmal dafür sorgen, dass wir hier nicht zu viel Schaden kassieren. Ich spiele den X-Zauber für 1. Ja, ich möchte ihn gerne bestimmen. Das ist nett, dass das geht. Dankeschön. Ja, ich hätte die auch lieber aus dem Spiel entfernt. Das ist schade. Ich habe ein rotes Deck, wo ich viel aus dem Spiel entfernen kann. Da ist die nie drin. Ne? Oder aber, die ist da und dann ist das Ding da und er kann sich da aufbauen. Die ist einfach nur ziemlich geil, also. Gut. Genug gejammert. Wir hauen jetzt raus. Schauen wir mal, ob wir ihn überkommen können. Wenn nicht, dann haben wir halt Pech. Ich weiß, dass du die nicht magst. Ich verstehe das auch. Jetzt hätten wir natürlich guten Mana gebrauchen können. Jetzt die Frage. Jetzt die Frage, opfere ich ihn, dem ich angreife, um sie auszuspielen? Ja. Er wird natürlich blocken. Okay, danke. Wahrscheinlich hat er gedacht, ich habe noch Minus-Minus-Zauber oder so. Ah, oh Gott, Verewiger, was machst du denn? Ne? Spiel kommt auf deinem Liegenanzahl kleiner Karten. Entsprechend viele Karten. Okay, in dem Deck ist der krass. Memo nicht, den musst du auch einfach. Ach, man kann sogar Lände opfern. Das ist ja mega. Wir brauchen Lebenspunkte. Denkt ihr, er hat direkt Schaden? Wir können es nicht riskieren, oder? Ganz recht, wir können es nicht riskieren. Bedrohlich ist er? Genau. Ja. Wir holen uns erstmal alles wieder. Also wieder. Die Kombination ist ja halt gefährlich, ansonsten ist der schlecht, aber. Ja, weil die Kombis drin, die gut damit sind. Ehrlich gesagt bin ich nicht bereit, zwei Kreaturen für den zu opfern. So viele Optionen hast du nicht. Du blockst mit ihm oder du blockst nicht mit ihm. So. Das ist okay.
kann er ihn nicht opfern, wenn sein Gott verewigt, dass er dann gleich wieder kommt. Und hier kam außerdem die Möglichkeit, ein bisschen Lebenspunkte zu generieren. Ein Gott verewigt, wenn er jetzt nicht irgendeinen Zerstörer gezogen hat, was er nicht hat. 3, 5, 6, 7, 8. Machen wir erstmal hier einen Vollrush. Ja, Moment, habe aber keine Kreatur. Ach, für den? Nein. Warum? Ich kann ja für 200, wenn ich das wollte. Will ich aber nicht. Ich will aber direkt durchkommen. So, jetzt ist vorbei. Selbst wenn du gerade ein Opfer, obwohl 3, 6, 7, 8, MS5 Zahlen, Opfer ist 1, jetzt vorbei. Für einmal dann wirst du das nicht haben. So, gutes Spiel. Ist vorbei. Nur die Frage, wie wir es machen. Okay, er hat aufgegeben. Das ist dann unser zweiter Sieg. Unser dritter Gegner ist Power 18. Na, mal schauen. Die Hand sieht ganz nett aus. Wir haben schon was Passendes dazu ziehen. Aber erster Zug, zweiter Zug, noch irgendwas dazu können wir opfern. Das wird, denke ich, ganz nett. Sagen wir erstmal Hallo, hallo. So. Nebenbei diese neu gestalteten Länder total toll. Ich weiß nicht, ob da Magic sich an seinen Konkurrenten Hex ein bisschen orientiert. Die gehen ja auch eher so in die Richtung, sag mal, Kosmos. Von der optischen Gestaltung. So, jetzt hat er eigentlich genug, um mir das zu neutralisieren. Wir testen einfach mal, wenn er hart aushalten. Mucke. So, Opfern bringen wir es erstmal noch nicht, deswegen greifen wir ganz schnell. Mal schauen. Ja, da hau ich dich noch was. So. Ich weiß nicht, warum den so viele drin haben, weil es immer mehr, glaube ich, Spiel verstehe ich, ja. Okay. Ah, spontane. Mehr machen wir nicht. So. Eigentlich müsste er bald was Starkes raushauen. Ja gut, aber du bist trotzdem tot. Okay, vielleicht hat er was, was Leben bringt. Mal schauen.
Also ich sage jetzt mal gutes Spiel, weil ich denke, dass er verloren hat. Tja. Ja, das war der dritte Sieg. Und ihr seht, der schwarze Deck ist eigentlich ziemlich geil. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich zeige euch später noch ein paar andere Decks. Und bis dahin sage ich Tschüss. Ich hoffe, wir sehen uns wieder und mögen euch die Gaming-Götter hold sein.